Hallo, mein lieber Werner Stotzer. Also erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute zu einem Interview bereit bist. Ja. Und du als Zwönitzer Nachtwächter hast so rein aus organisatorischer Sicht immer die Fäden so ein bisschen in der Hand. Du mit deinen Amtskollegen seid das Aushängeschild für Zwönitz auf touristischem Gebiet und jetzt zur Lichtmess hast du am 2. Februar dein 20-jähriges Amtsjubiläum feiern dürfen. Deshalb freuen wir uns, dass du heute zu einem Interview bereit bist. Gerne. Und deshalb würde ich jetzt ganz einfach frank und frei mal mit unseren Fragen losschießen. Wer oder was hat dich denn damals vor 20 Jahren oder hat den Anstoß gegeben, dass du Nachtwächter werden wolltest oder wurdest? Ja, also nach meinen vielen, vielen Jahren als Kulturarbeiter der Stadt Zwönitz ist natürlich auch später die Liebe zur Kultur und zum Tourismus nicht verloren gegangen. Es war schon immer ein bisschen mein Anliegen, die Stadt irgendwo zu repräsentieren, der Stadt ein Gesicht zu geben, der Stadt zu helfen oder zu unterstützen. Da kam natürlich die 450-Jahr-Feier zum Marktrecht irgendwo gelegen, als ich damals schon als einer dieser verkleideten Personen mit im Umzug laufen durfte, neben vielen anderen. Und das war vielleicht so ein bisschen der letzte Punkt zu sagen, ja, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, wenn ich wieder eine Tätigkeit im Ort aufnehmen könnte, dann wäre ich auch gerne bereit, der Stadt im kulturellen oder touristischen Bereich zu helfen. Glück gehabt, es hat sich so ergeben. Es wurde ein neuer Redakteur für das Zwönitzer Amtsblatt gesucht. Ich habe mich daraufhin beworben und natürlich war an die Sache ein bisschen geknüpft und das ein bisschen ein Verlangen des Bürgermeisters Uwe Schneider. Es wäre doch schön, wenn du dann auch den Nachtwächter ein bisschen mitgeben könntest. Gesagt, getan und schon ging das irgendwie los, schon war das angeschoben. Ja, also man könnte sagen, mit einem Schlag zwei Jobs. Wir versuchen mit einem Schlag zwei Jobs und natürlich auch keine schlechten Jobs, auf alle Fälle interessante und schöne Jobs und das, wie gesagt, in meiner Heimatstadt. Was willst du mehr? Genau. Was mich interessieren würde, ist, ob dieses Amt des Nachtwächters dich persönlich geprägt hat und wenn ja, in welcher Form? Ja, es ist natürlich immer so, das zu beurteilen, wie bist du geprägt durch das Amt. Also man kann ja immer bis aus seiner Sicht kurz sagen, mit dem Amt natürlich wie mit anderen Dingen ein bisschen gewachsen und in die Rolle hineingewachsen und natürlich mit den vielen, vielen Auftritten und vielen Veranstaltungen dann irgendwo auch ein bisschen zu diesem Amt besser, oder hat man sich das Amt besser angeeignet und ist mit dem Amt mehr verwachsen. Wie viele Nachtwächter hat Zwönitz bisher gehabt? Da reden wir jetzt mal nicht vom Mittelalter, da gibt es also eine ganze Menge, die wir neumütlich kennen. Wir reden jetzt mal von der Neuzeit, also beginnend mit dem Jahr 1997, als die ersten zwei Zwönitzer Nachtwächter vereidigt wurden, der Wolfgang Ginder und der Eberhard Helbig, die also war im Oktober 1997 wurden die vom Bürgermeister Uwe Schneider vereidigt und begannen damals wieder mit der Tätigkeit als Nachtwächter in Zwönitz. Mit ganz anderen Aufgaben wie im Mittelalter, selbstverständlich. Da war natürlich im Vordergrund die Kultur, da waren die Gaststätten, da waren andere Dinge. Also das, was der Nachtwächter im Mittelalter getan hat, das war natürlich irgendwo historisch schon wichtig und auch, man hat auch daran erinnert, aber es gab natürlich neue Aufgaben für die neuzeitlichen Nachtwächter in historischer Kleidung. Apropos Kleidung. Warum sind denn die Zwönitzer Nachtwächtergewänder blau? Meistens, wenn man euch zusammen auf Gruppenbildern sieht, stecht ihr hervor, weil doch sehr, sehr viele Nachtwächter in Europa oder hier in der näheren Umgebung schwarz tragen. Ja, ist relativ leicht zu erklären, da es leider von den Zwönitzer Nachtwächtern aus dem Mittelalter keine Überlieferung in Form von Bildern oder irgendeinen anderen Darstellungen gab, war man gezwungen, sich etwas auszudenken, wie die Nachtwächter gekleidet werden können. Und wiederum, Uwe Schneider war der Mann der Stunde und hat gesagt, ja, Zwönitz, die Stadtfarben blau-gold, blau-gelb, das wäre doch schon mal eine schöne Sache, da wollen wir doch die Mäntel und die Mützen in dieser Farbe halten. Das Zweite ist natürlich, dass man hat sich dort ein bisschen abgehoben von den vielen dunklen, finsteren, schwarzen Gestalten
Und bei großen Gruppenbilden ist man natürlich immer so ein bisschen, ja, das, ich sage mal so ein bisschen der Farbtupfer in den Reihen der Nachtwächter und Türmer. Ja, so hat sich das ergeben und man hat sich angelehnt so ein bisschen an die Zeit, ich sage jetzt mal so 1890, 1900, als die Nachtwächterei im Mittelalter zu Ende ging, hat man gesagt, gut, es könnte sein, die Zwinnitzer könnten so ein bisschen wie wild verwegene Jagd aussehen, ne? Also mit Schirmmütze und in diese Richtung gehend. Da gehört natürlich das Horn dazu, da gehört die Hellebarde dazu und natürlich die Laterne. Sehr schön. Apropos Horn. Wie alt ist denn das Horn, auf dem du zur Nacht bläst? Ja, da muss man wieder sagen, leider Gottes haben wir dann aus den Zeiten des Mittelalters nichts herüberretten können. Also man musste ein neues Horn, musste man besorgen. Damals zwei neue Hörner für unsere zwei ersten Nachtwächter. Und das hat sich natürlich dann auch mit den weiteren Nachtwächtern fortgesetzt. Da sind wir nochmal auf die zurückliegende Frage zurückgekommen und sagen, ja, bisher in der Neuzeit 7 Nachtwächter, die hier in Zwenitz vereidigt wurden. Also beginnend mit den zwei, die schon aufgezählt haben. Ein bisschen später kam der Klaus Dittmann und meine Wenigkeit dazu. Das war also am 2.2.2002. Und 3 Jahre später Manfred Schnabel und Karl-Heinz Draheim, die ebenfalls als Nachtwächter vereidigt wurden. Da es aber ein paar Probleme gab, wir hatten dann leider Gottes unseren Eberhard verloren und wir hatten auch unseren Wolfgang verloren. Und da war natürlich die Frage, weil der Klaus Dittmann auch ein bisschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, was tun? Wir versuchen es mit dem Lehrling. Der Lehrling war der Matthias Franke, der wohl am Anfang auch ganz gut mit der Sache zurechtgekommen ist, aber mit den Jahren hat sich rauskristallisiert, dass der Matthias Franke doch wohl lieber ein anderes Amt begleiten sollte, als wie als Nachtwächter tätig zu sein. Gibt es ein Erlebnis, wo du sagen würdest, das werde ich nie vergessen? Also im Zusammenhang natürlich mit der Nachtwächterei. Also das wohl prägendste Ereignis und das wohl am nachhaltigsten und mir in bester Erinnerung gebliebene ist meine Vereinigung am 2.2.2002. Damals sogar im Beisein des damaligen Zunftmeisters der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft. Und das ist was gewesen, das hat mich schon sehr, sehr berührt. Und das muss man sagen, wenn da 3000 Menschen auf dem Marktplatz dabei waren und das ZDF überträgt das im Fernsehen und du bist dort mittendrin und dann wirst du dort vereidigt und bist ein blutjunger neuer Nachtwächter in der ganzen großen Familie der Nachtwächter und Türmer, die es in Europa gibt. Denn das Ziel war ja immer, so wie die ersten zwei, die neuen Nachtwächter in die Europäische Nachtwächter- und Türmer-Sumpf zu überführen, was auch gelungen ist. Ja, das war für mich bestimmt eines der prägendsten Momente, die es gab. Das glaube ich. Du präsentierst ja nun auch schon seit einiger Zeit unsere schöne Bergstadt, nicht nur als Nachtwächter, sondern auch als Nachtwächter und Stadtführer gleichzeitig. Welche Stadtführung ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum? Oh, das ist schwer zu beantworten. Also in den vielen, vielen Jahren jetzt und bei den Unmengen an Rundgängen, die man dann mit Gästen aus aller Herren Länder gemacht hat, da ist es schwer, jetzt eins herauszupicken und zu sagen, das war das absolute Highlight, das war das absolute Schöne. Also ich würde jetzt mal sagen, jeder Rundgang oder jede Stadtführung hat irgendwo was Besonderes. Man trifft dort wirklich ganz interessante Menschen und vielschichtige Menschen, Gruppen, die man so gar nicht kannte. Die kamen aus allen möglichen Ecken von Deutschland und auch aus dem Ausland. Also gibt es immer wieder ganz tolle Momente und sicherlich auch viele Gespräche, die man dann aber mit den Jahren gar nicht alle so abspeichern kann. Da reicht dann also Nachtwächterkopf nicht aus. Okay. Apropos Zwönitz und die weite Welt dort draußen. Wird es denn in Zwönitz wieder einmal ein europäisches Nachtwächtertreffen geben? Ja, wenn uns diese im Moment grassierende, schlimme Krankheit, dieses Covid, nun endlich mal verlassen wird. Und da sind wir froher Hoffnung. Wir haben einen Antrag gestellt bei der Europäischen Nachtwächter- und Türmer-Sumpf schon vor 4 Jahren, wo wir darum gebeten haben, dass wir das Treffen im Jahr 1923 ausüben. 2023 müssen wir machen. Im Jahr 2023 ausüben dürfen. Also nächstes Jahr. Es ist positiv beschieden, das wäre nächstes Jahr. Nächstes Jahr über Christi Himmelfahrt würde diese Veranstaltung stattfinden, 4 Tage lang, mit der Hoffnung, es möge uns auch erlaubt sein. Genau, das hoffen wir alle, denn
Zwönitz feiert gern und das wollen wir schnellstmöglich wieder zurückhaben. Welche Voraussetzungen braucht man denn als Nachtwächter? Ja, ich sage jetzt mal so, man sollte schon in dem Ort männlich schon geboren, zumindest in dem Ort wohnen und leben, den man dort als Nachtwächter oder Türmer noch dazu in der europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft vertritt. Also es wäre schon wünschenswert, weil damit verbinden sich viele, viele Kontakte, viel Wissen über Personen, über Ereignisse, über Dinge, über die Geschichte der Stadt und vieles mehr. Also das ist sicher ein Punkt unter den vielen anderen Punkten, die es da von Nachtwächtern gibt. Natürlich muss der Nachtwächter ein redseliger Mensch sein, natürlich muss der Nachtwächter kontaktfreudig sein, natürlich muss der Nachtwächter korrekt und wirklich ordentlich angezogen sein und sollte möglichst nicht mit großen, ich sage jetzt mal, Prunk daherkommen. Also das heißt, der Nachtwächter im Mittelalter war immer ein armer Mensch, kam aus den niedrigsten Bevölkerungsschichten, konnte meistens gar nicht lesen und schreiben. Und da sollte man nicht irgendwie mit großen goldenen Ketten am Hals oder was weiß ich was sein Amt ausüben. Also das sind so Dinge und dann natürlich gehört eine gewisse Freundlichkeit dazu und es gehört doch am Ende ein kleines bisschen, was ich immer so für mich beanspruche, so ein kleines bisschen Menschenkenntnis dazu, um dort ein bisschen sich einzuordnen, wie, was mache ich mit welchen Menschen, die ich gerade in meinem Schlepptau durch Zwönitz bringe und denen vieles Schönes erzählen kann. Sehr schön. Und angenommen, jemand hätte Interesse, wo kann er sich denn bewerben, wenn er Nachtwächter werden wird, möchte? Also bewerben als Nachtwächter in der Stadt Zwönitz kann man sich nur beim Bürgermeister. Der Bürgermeister ist der Amtsherr und ist die Person, die darüber entscheidet, ob jemand in die Rolle des Nachtwächters für Zwönitz schlüpfen darf oder nicht. Nur so geht es. Alles klar. So, und jetzt noch eine kleine abschließende, aber bedeutende Frage. Welche Rolle spielen denn die Zwönitzer Gastronomen? Da muss ich vielleicht mal ein kleines bisschen weiter ausholen. Also als man herging und hat gesucht für Zwönitz nach dieser Wende 1989 eine Person, irgendeine Figur zu finden, die die Stadt repräsentiert, die das Gastgewerbe, die Kultur, den Tourismus unterstützt, da hat man natürlich dabei überlegt, wie kann man denn das alles ein bisschen verknüpfen miteinander. Es sollte also so sein, dass die Figur, die dort geschaffen werden sollte, einmal die Stadt vertritt, meinetwegen auf Messen oder auf Ausstellungen oder bei Veranstaltungen. Andererseits sollte natürlich der Nachtwächter, und wenn es ein Nachtwächter wäre oder ein Türmer wäre, natürlich auch dann diese Aufgaben wahrnehmen, die da im Mittelalter standen. Also Kontrollgang durch die Altstadt. Dabei natürlich war hier, besonders in Zwönitz, wann wollte auch die Gaststätten einbinden. Die sollten ja auch unterstützt werden. Und da kam man auf die Idee, diese Rundgänge so zu gestalten, dass auch Gaststätten besucht wurden. Und da muss man sagen, am Anfang war das natürlich für alle ganz, ganz neu und ganz toll. Und die ersten Gaststätten, die dort bereit waren, dort mitzuwirken, letzten Endes auch die ganze Sache zu unterstützen und gewisser Träger für die Sache waren, die haben sich natürlich über die Jahrzehnte ein bisschen geändert. Da haben wir so den einen oder anderen ein bisschen verloren, den wir in der Runde nicht mehr besuchen können. Aber es gibt da immer noch welche, die sind treu geblieben, wenn ich an so der Rost denke zum Beispiel. Oder ich denke an den Brauereigasthof. Also das sind letzten Endes immer noch unsere engen Partner. Und die sind natürlich dankbar und zufrieden, wenn der Nachtwächter des Abends in die Gaststube kommt, die Gäste begrüßt und für eine gute Stimmung sorgt. Also das insofern ist die Gastronomie ein ganz wichtiger Punkt. Und wollen wir da ehrlich sein, ohne die Gaststätten, da wäre es da auch nichts. Genau, also vielen Dank, dass du für das Interview zur Verfügung standst. Wir wünschen dir natürlich von Herzen viel Freude weiterhin an der Ausübung dieses Amtes gemeinsam mit deinen Amtskollegen. Haltet weiter die Fahne für Zwönitz hoch hinaus, dass wir viel Freude noch miteinander und aneinander haben. Dann hoffen wir ganz sehr, dass es nächstes Jahr zu diesem europäischen Nachtwächtertreffen kommt. Und dir persönlich alles Gute und beste Gesundheit. Dankeschön, wir werden uns große Mühe geben.